Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Asuarila, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt Monat Januar auf dich zu? Und das schauen wir jetzt auch an. Die allererste Karten haben immer eine große Bedeutung. Oft beschreibt es auch die Monatsthemen. Die erste Karte links oben ist das Kind. Natürlich kann das auch Kinder bedeuten oder Erinnerungen, aber das Kind symbolisiert ein Neuanfang. Und vor ihr ist auch das Weg. Und hier wirst du orientieren. Das bedeutet, Monat Januar wirst du wichtige Entscheidungen treffen. Und bist in dein Lebensweg bei diesem Kreuzung. Wirst du überlegen, wie geht das jetzt weiter? In welche Richtung soll etwas bewegen? Und die dritte Karte, dieser Sarg, deutet auch darauf hin, dass du etwas beendest und kommt ein Neuanfang oder eine neue Richtung. Unterhalb von diesem Weg siehst du dieses Schiff. Das kann Ausland sein, Auslandskontakten, eine Reise und das ist oft eine innere Reise in eine spirituelle Richtung oder in eine Glaubensrichtung. Woran glaubst du? Was möchtest du erreichen? Was sollst du hier verabschieden? Oder von wem sollst du dich verabschieden? Und was soll dieser Neuanfang sein? Du erscheinst in diesem Kartenbild in unteren Reihe, die zweite Karte von links, die weibliche Hauptperson. Die Karten über deinen Kopf zeigen deinen Gedanken. Und direkt über dir ist der Kreuz. Natürlich kann das auch religiösen Themen sein, aber dieser Kreuz bedeutet auch Schicksal. Schicksalswegen kreuzen sie sich. Neben diesem Kreuz ist das Herz. Es ist eine Herzensangelegenheit und deutet darauf hin, dass ihr beide habt eine seelische Verbindung, eine karmische Liebe. Kreuz bedeutet auch Karma. Und das heißt, ihr kennt euch von früheren Leben. Das bestätigt die Karte neben dem Kreuz, die Fischen. Die Fischen haben zwei Bedeutungen. Die Finanzen, weil das symbolisiert Reichtum, aber auch inneren Reichtum. Und das ist unserem Seelenleben. Und bezüglich auf das Herz ist eine seelische Verbindung. Und der Ring bestätigt das auch. Ring bedeutet natürlich auch Ehe oder Verbundenheit, aber auch etwas Wiederkehrendes. Diese Liebe kehrt wieder zurück in dein Leben und du stehst hier im Mittelpunkt. Vor dir ist dieser Blumenstrauß. Das zeigt deine Weiblichkeit, deine Schönheit, deine Kreativität, aber auch Glück oder eine Einladung, ein Geschenk, eine angenehme Überraschung. Hinter dir ist der Sternenhimmel, bringt auch Glück. Bedeutet auch, das ist alles im Sternen geschrieben. Es ist kein Zufall.
Und was wichtig ist, dein Herzensmann ist in die gleiche Reihe. Das heißt, er befindet sich auch in dieser unteren Reihe bei dieser Legung. Es ist eine Verbindung da. Und diese Verbindung bleibt auch erhalten, aber ihr schaut momentan noch in eine andere Richtung. Du schaust nach links, er nach rechts. Das heißt, du beschäftigst dich mit dein Leben, mit deinen Themen und er muss auch noch etwas klären. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, diese Liebe real leben, aber die Verbindung ist da. Und es ist diese seelischen Ebenen oder könnte man sagen telepathischen Ebenen. Er spürt dich auch und hier sind auch die Sehnsüchte und Wünsche. Oberhalb von seinem Kopf ist Mond und das bedeutet seine Träume, seine Sehnsüchte. Wenn du ihn betrachtest, quer durch ist er mit dieser Schlange in Verbindung. Mond symbolisiert nicht nur die Träume oder Sehnsüchte, sondern auch Mutter oder Mütterlichkeit. Diese Querverbindung zeigt ihn, dann kommt die Schlange und dann kommt die Wolke. Und das bedeutet, es ist etwas undurchschaubar. Überhalb von dieser Schlange ist die Sense und das ist die Trennung. Sie sind in Trennung. Und über diese Sense erscheint der Fuchs. Und das bedeutet, da läuft etwas schief oder zeigt Falschheiten, Lügen und Intrigen. Und das, was ihm auch beschäftigt, neben ihm ist dieser Bär. Das kann seine Kraft sein. Das raubt ihm Kraft. Aber dieser Bär kann auch eine Person sein und diese Person hat was zum Sagen und hier bewegt sich etwas, das zeigt dieser Reiter. Er entfernt sich von dieser Dame, bei ihm klärt sich etwas auf, was die Sonne zeigt. Und das ist die Bewegung. Wenn ich die Querverbindung anschauen in andere Richtung, dann siehst du die Störchen und das bedeutet für ihn Veränderung, oft Umzug. Die Störche stehen auch mit diesem Haus auch in Verbindung. Also das löst bei ihm dann Umzug aus. Die Mäuse folgen. Die Mäuse entfernen etwas. Und das wird diese Veränderung sein. Was entfernen die Mäuse? Die nächste Karte ist der Turm. Entweder beschreibt das sein Gefühl, wenn er sich gefangen fühlt, oder der Turm bedeutet auch Ämten, das kann auch Gericht sein. Und da ist auch diese schriftliche Sache. Er ist in dieser Veränderung. Oder Trennung, Umzug, das kommt noch und das wird jetzt gerade geklärt. Das ist die Richtung, was er anschaut. Was dich betrifft, ist diese Verbindung da, weil ihr seid in die gleiche Reihe in diesem Kartenbild. Aber er schweigt noch. Hinter ihm ist diese Peitsche. Das tut weh und das betrifft seine familiäre Bindung, das, was dieses Haus zeigt. Oder Immobilien kann auch sein, gerade dieser Umzug, diese Thematik, das, was ihn belastet. Er weiß, dass diese Bewegung kommt, das, was die letzte Karte dieser Reiter zeigt. Er setzt es auch in Bewegung. Das kann bis Sommermonaten dauern,
zeigt die Sonne. Aber im Gegenwart fühlt er sich eher kraftlos. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat Januar. Die Kinder stehen im Mittelpunkt. Aber auch ein Neuanfang. Du wirst wichtige Entscheidungen treffen. Dieser Turm zeigt, hier sind noch ämtliche Themen, aber etwas geht zu Ende und startest etwas Neues. Neben diesem Brief ist der Anker und es symbolisiert Beruf, Berufung. Das Brief kann auch ein Vertrag sein. Bleib freundlich, aber sei vorsichtig, was dein Freundeskreis, Bekanntenkreis betrifft, weil da liegt auch die Falschheit. Das sind zwar Kleinigkeiten und du wirst auch Glück haben, weil du kannst das klären, zeigt dieser Klee. Dieser Klee bedeutet auch Glück in dein beruflichen Umfeld. Zweite Woche, Monat Januar, das zeigt die zweite Reihe. Die erste Karte ist dieser Baum. Und es bedeutet, angekommen zu sein. Dort fühlst du dich verankert, verwurzelt. Das kann ein Neuanfang sein, was das Kind auch symbolisiert. Neben diesem Baum erscheint dieses Schiff. Das kann Ausland sein oder Auslandskontakten, eine Reise. Das kann natürlich auch eine innere Reise sein, und es gibt dir Halt. So bist du hier in diesem Thema verwurzelt, verankert. Schiff symbolisiert auch die Hoffnung und das Baum Gesundheit, Thema Gesundheit, aber auch Heilung. Es kann natürlich gerade diese Corona-Krise sein und du hoffst, dass hier eine Verbesserung gibt. Wichtig ist, dass du diese Schlüssel in Hand nimmst. Dieser Schlüssel bedeutet, du kannst eine Tür öffnen, das sind die Chancen, Möglichkeiten, oder kannst du eine Tür schließen. Das zeigt auch Verschlossenheit. Und genau das wirst du bereinigen, weil die Lilien zeigen diese Reinheit. Die Reinigungsprozesse. Das Buch zeigt die Geheimnisse. Neben diesem Buch erscheint der Park und das ist die Öffentlichkeit. Das kann bedeuten, du hast vor, ein Buch zu veröffentlichen oder dass du Schulungen anbietest und da stehst auch in die Öffentlichkeit. Die Mäuse zeigen, dass noch nicht der richtige Augenblick ist. Die Mäuse entfernen diese Gedanken oder diesen Plan. Das kannst du in einem späteren Zeitpunkt alles verwirklichen. Kann auch sein, dass durch diese Corona-Krise ist nicht möglich, diese Vorträge zu halten, in Öffentlichkeit zu sein. Die letzte Karte, die Wolke, bedeutet Unklarheiten. Etwas ist undurchschaubar, vielleicht diese Falschheit, dieser Fuchs, weil damit steht die Wolke auch in Verbindung, aber die Sense trennt das. Und hier bereinigt sich einiges. Die Wolke als Zeitkarte bedeutet halbes Jahr, diese Schulung. Oder Vorträge, das kannst du in halbes Jahr immer noch machen, aber Januar ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Die dritte Reihe bei dieser Legung zeigt die dritte Woche, Monat Januar. Die erste Karte ist die Fischen und das symbolisiert auch die Finanzen. Also die Finanzen steht im Mittelpunkt. Aber kommen karmische Erinnerungen oder Sehnsüchte, und das betrifft die Liebe, Partnerschaft. Jemand kehrt zurück in dein Leben und das ist dein Seelenpartner.
du spürst auch seine Energie. Es ist vielleicht noch nicht so weit, dass ihr fest zusammen seid, aber du spürst die Energie oder du hast diese Energiefeld, diese Ausstrahlung und du ziehst diese Liebe auch an. Da kannst du hundertprozentig sicher sein. Und hier ändert sich auch etwas. Dieser Berg bedeutet die Wintermonate, also kommen jetzt diese Veränderungen, aber Berg kann auch noch die Hindernisse darstellen. Zum Glück sind die Mäuse da und die Mäuse entfernen das. Diese Hindernisse gehen vorbei. Und kommt eine Veränderung und Mond zeigt deine Träume, deine Sehnsüchte und das entspricht auch seinen Gedanken. Also energetisch oder könnte ich sagen telepathisch seid ihr schon miteinander verbunden. Und diese Schlange kann auch Erneuerungsprozessen bedeuten und du befindest du dich in diesem Wandlung. Diese Schlange bedeutet nicht nur die Erneuerungsprozessen, diese Wandlung, sondern etwas Mystisches, gerade mit die Verbindung zum Mond. Aber bedeutet auch eine Frau und du wirst mit dieser Frau kontaktieren. Das ist angenehm, das ist herzlich. Und die letzte Woche, Monat Januar. Diese Blumen zeigt deine Kreativität, aber auch deine Schönheit, deine Weiblichkeit. Bedeutet auch eine Einladung, ein Geschenk, eine Überraschung, die Sternenhimmel, auch dein Glück. Und es kommt ins Haus. Diese Vögel symbolisieren Gespräche. In dein Zuhause ist einiges los, kommen auch die Gespräche oder Gespräche über eine Immobilie. Was ihn betrifft, er fühlt sich gerade kraftlos. Ihm schmerzt etwas. Was ihm Kraft gibt, das sind seine Träume oder seine Sehnsüchte. Und so habt ihr die Verbindung gerade. Liebe Asuarila, so könnte ich Monat Januar beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.